So, Kolleginnen und Kollegen, dann können wir auch mit der Arbeit beginnen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 22, Antrag der Fraktion der SPD, Recht auf Informationsfreiheit gewährleisten, 4658 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 55, den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Informationsfreiheit gewährleisten und Datenschutz sichern, Drucksache 4702 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort der Abg. Holschuh, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, schon wieder. Ja, schade, dass es immer noch notwendig ist, dass wir wieder nachbohren müssen, wann endlich umgesetzt wird, was mittlerweile in fast allen Bundesländern und dem Bund tadellos funktioniert. Hessen braucht endlich ein Informationsfreiheitsgesetz, meine Damen und Herren. Die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben genug von den Ankündigungen, haben genug von den leeren Versprechungen und der Beteuerung der Notwendigkeit einer Regelung. Vor mittlerweile 45 Sitzungen des Hessischen Landtages hat die SPD ihren Gesetzentwurf eines Transparenzgesetzes zum wiederholten Male eingebracht. Wir haben eine konstruktive Anhörung durchgeführt. Wir haben hier im Plenum diskutiert, und die Regierungsmehrheit hat unseren Entwurf abgelehnt. Sei es drum. Wir haben deshalb nicht wieder einen neuen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, aber wir fordern Sie auf, alles, was Sie in der Diskussion versprochen haben, endlich umzusetzen, meine Damen und Herren. Der ewige Verweis auf, wir werden das evaluieren, die Erfahrungen aus anderen Bundesländern auswerten und das beliebte Gründlichkeit vor Schnelligkeit dient doch nur als Beruhigungspille, um die internen Auseinandersetzungen, die Sie an dieser Stelle haben, zwischen Schwarz und Grün nicht auflösen zu können. Meine Damen und Herren, wir wollen Verwaltungshandeln offen und transparent gestalten. So steht es in Ihrem Koalitionsvertrag, den Sie auch sonst bei jeder Gelegenheit als unausweichlich zitieren. Ja, genau das fordern wir für mündige Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, meine Damen und Herren. Transparenz und Zugang zu Informationen sind notwendige Voraussetzungen für Partizipation, Teilhabe und Mitbestimmung in einer modernen und lebendigen Demokratie. Ohne diese Transparenz und Mitbestimmung fehlt staatlichem Handeln die Legitimationsgrundlage. Darüber waren sich auch in der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf fast alle einig. Es gibt auch keinen Streit über den Zweck einer solchen Regelung. Moderne Verwaltung muss durch ein umfassendes Informationsrecht den Zugang zu amtlichen Informationen gewähren, um über die bestehenden Informationsmöglichkeiten hinaus die Transparenz der Verwaltung zu gewährleisten. Nur auf diese Weise kann die Kontrolle staatlichen Handelns verbessert, die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen erhöht sowie die Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft gestärkt und gefördert werden. Land auf, Land ab übersteigt die Anzahl der Befürworter eines solchen Gesetzes die Gegner bei weitem. Informationsfreiheit und Zugangsfreiheit sind elementare Bürgerrechte. Staat, Politik und gerade diese Landesregierung müssen sich öffnen und Vorhaben und Entscheidungsgrundlagen in diesem Land nachvollziehbar machen. Schauen wir doch einmal, wie es in Hessen bestellt ist. In Hessen ist lediglich ein Umweltinformationsgesetz in Kraft. Und selbst das gäbe es nicht, wenn Sie nicht über EU-Regelungen dazu gezwungen worden wären. Meine Damen und Herren, es geht nicht um ein rot-grünes Bürokratiemonster oder ein überflüssiges Schnüffelgesetz, wie der heutige Innenminister dies in seiner Abgeordnetenzeit gerne benannt hat. Es geht darum, die Informationen für die Bürgerinnen und Bürger einfach zugänglich zu machen. Meine Damen und Herren, die meisten anderen Bundesländer haben bereits Informationsfreiheitsgesetze, bei denen Informationen auf Antrag herausgegeben werden. Hamburg und Rheinland-Pfalz haben es sogar geschafft, Transparenzgesetze zu erlassen, die die Behörden zusätzlich verpflichten, eigenständig für die Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen zu veröffentlichen. Die Informationen und Erfahrungen mit diesen Gesetzen gibt es also schon seit geraumer Zeit. Dass für die Klärung der Fragen rund um die Einführung eine gesonderte Evaluation nötig sein soll, bezeichnet mittlerweile die Presse sogar als skurril. Teilweise basieren die Erfahrungen der Länder auf Gesetzen, die schon seit
mehr als 20 Jahren in Kraft sind, beim Bund immerhin schon seit 10 Jahren. Und nirgends, aber auch nirgends wird von Erfahrungen berichtet, die belegen, dass Verwaltungen lahmgelegt werden, weil tausende Bürger plötzlich ihr Informationsinteresse entdeckt haben. Nein, die Bürgerinnen gehen mit diesem Recht verantwortlich um, und so schätzen wir auch die Bürgerinnen und Bürger in Hessen ein, meine Damen und Herren. Die Regel ist das berechtigte Interesse an Entscheidungsgründen, die Beschlüsse der Gremien verständlich zu machen, die helfen, das Wie und Warum zu verstehen. Das hilft den Menschen in Bürgerinitiativen genauso bis hin zu Informationen zur Planungssicherheit für Unternehmen und Privatpersonen. Das Verhältnis von Staat und Bürger wird sich durch eine solche Regelung ändern, das ist klar. Es wird zu einem wirklichen Kulturwandel kommen, und das hoffen wir zumindest. Durch den einfachen Zugang zu mehr Informationen ist es den Bürgerinnen und Bürgern auch weitaus besser möglich, politische Entscheidungen nicht nur nachzuvollziehen, sondern sich auch aktiv einzubringen und sich zu beteiligen. Aus diesem Grund ist das Transparenzgesetz einer der zentralen Bestandteile für mehr Bürgerbeteiligung. Unsere Nachbarn in Rheinland-Pfalz sind übrigens bereits beim Gesetzgebungsverfahren neue Wege gegangen. Sie haben zwischen der ersten und zweiten Ministerratsbefassung die klassische und in der Geschäftsordnung dort vorgeschriebene Verbändeanhörung um ein freiwilliges Beteiligungsverfahren ergänzt. Rheinland-Pfalz wollte sich damit die Expertise der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber der besonders betroffenen Fachgruppen, einholen. In 7 moderierten Veranstaltungen sowie einer begleitenden Online-Beteiligung haben sich die Teilnehmenden ausführlich mit dem Transparenzgesetz befasst. Ich kann die innovative Vorgehensweise unserer Nachbarn beim Gesetzgebungsverfahren nur empfehlen. So kann man den Kulturwandel innerhalb der Verwaltung, den wir mit dem Gesetz auch anstoßen wollen, bereits schon im Verfahren anstoßen. Und wie sieht es in Hessen aus? Weit von einem transparenten Verfahren entfernt. Zitat Frau Goldbach aus der Debatte zu unserem Gesetzentwurf. Da wir die Regierungskoalition sind, entscheiden wir, wann wir welches Gesetz umsetzen. Na danke, das lässt Sie auf eine tolle Beteiligung hoffen. Auf eine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, ob die Evaluation, die bis zum Herbst 2016 abgeschlossen sein soll, veröffentlicht wird, die lapidare Antwort, eine Veröffentlichung ist nicht beabsichtigt. So sieht Transparenz aller Landesregierung aus, meine Damen und Herren. Wo stehen wir also heute? Keine Aussage dazu, wie es im Prozess weitergeht. Nach meinem Kenntnisstand zurzeit keine Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände, also auch nichts im Verfahren. Aber, meine Damen und Herren, selbst in der Verfassungsenquete wurde von den Fachleuten vielfach kritisiert, dass Hessen kein Transparenzgesetz hat. Und es wurde gefordert, ein Recht auf Informationsfreiheit zu verankern. Aber keine Reaktion außer diesem Placebo-Antrag, den Sie heute als Setzpunkt zu unserem Setzpunkt vorgelegt haben. Meine Damen und Herren, Sie haben in der Diskussion um unseren Entwurf immer wieder angeführt, dass Sie intensiv mit den Kommunalen Spitzenverbänden diskutieren wollen und Sie Ihren Vorschlag den Kommunen nicht einfach vor die Füße werfen wollen. Wenn auch die Kommunalen Spitzenverbände unseren Entwurf kritisiert haben, das gebe ich zu, gibt es zumindest bei einem Mitgliedskommunen ein Umdenken. Vielfach wird darüber diskutiert, Transparenzsatzungen einzuführen, weil das Land nicht in die Pötte kommt. Meine Damen und Herren, wir können doch nicht wollen, dass eine Vielzahl von Satzungen mit unterschiedlichsten Regelungen entsteht, wo wir einem Landesgesetz einheitlich Klarheit für die Menschen schaffen können. Da braucht es auch ein Umdenken bei den Spitzenverbänden, meine Damen und Herren. Hier und heute können Sie den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land sagen, bis wann Sie es endlich schaffen, ein, wie Sie es mittlerweile schon legendären Überheblichkeiten der letzten Debatte nannten, hervorragendes Gesetz vorlegen. Wir helfen gerne. Sie müssen nur von den Besten abschreiben, und Sie kommen zu klaren Bestandteilen, die ein modernes Informationsfreiheitsgesetz haben muss. Nehmen Sie unseren Entwurf aus 2015 als Vorlage, und Sie kommen schnell zu folgenden Punkten. Klare Benennung, wer auskunftspflichtig ist, überschaubare Ausnahmetatbestände, einfache Antragsmöglichkeiten, moderate Gebühren und ein Informationsfreiheitsbeauftragter, der zwischen den Interessen vermittelt. Die moderne Ausgestaltung dieser Kriterien ist möglich. Und die Bürgerinnen und Bürger in Hessen können endlich erwarten, dass die Landesregierung bei diesem Thema nicht weiter schläft, meine Damen und Herren. Nur Ankündigungen und Versprechen, deshalb ein letzter Platz im Ländervergleich des Transparenzrankings 2017 von Mehr Demokratie e.V. und der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. Auf Platz 1 liegt das hamburgische Transparenzgesetz.
von 2012. Dieses gilt bisher als Musterbeispiel für Transparenzgesetze in Deutschland. Nachdem Niedersachsen Anfang dieses Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat, teilen wir uns den letzten Platz mit Bayern und Sachsen. Meine Damen und Herren, nehmen wir uns ein Beispiel an der Freien Hansestadt Hamburg, das mündige Bürgerinnen und Bürger fordert, und nicht an den Amigos aus Bayern, denen gerade diese suspekt sind. Ich danke, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Kollege Heinz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will die ganze Debatte ein Stück weit wieder versachlichen. Ich glaube, es gibt keinerlei Grund, sich hier so aufzuregen und auch die Sache so hochzuhängen. Es gibt auch keinen Grund, dazwischen zu rufen. Schauen wir uns doch die Lage mal an. In Hessen ist Verwaltungshandel bereits nachvollziehbar und verständlich. Dennoch kann man natürlich über eine gesetzliche Anpassung und Erweiterung sprechen. Und, meine Damen und Herren, wir werden das auch in dieser Wahlperiode werden das tun, genauso wie wir das in der Koalitionsvereinbarung nachzulesen auf Seite 104 auch mit unserem Partner vereinbart haben. Und wir werden eine gesetzliche Regelung dann treffen, die ausgestalten, dass Verwaltungshandeln weiterhin nachvollziehbar, verständlich ist und noch besser wird. Und wir werden das auch so tun, dass unser hohes Schutzniveau beim Datenschutz auch weiter sichergestellt ist. Und bevor der Landtag eine gesetzliche Regelung trifft, da gilt es, alle Chancen und Risiken und die Erfahrungen aus den anderen Ländern sorgsam abzuwägen. Das hat der Innenminister vielfach deutlich gemacht. Und deshalb sind wir ihm auch sehr, sehr dankbar, dem Innenminister Peter Beuth, dass er die Informationsfreiheitsgesetze der anderen Länder gründlich überprüft hat und ausgewertet hat. Dies wird uns dann sehr helfen, zu schauen, was sich bewährt hat und was sich nicht bewährt hat. Und wir werden eine sehr gute eigene hessische Regelung dann treffen können. Und es ist vielfach angesprochen worden, andere Länder haben schon entsprechende Regelungen. Es wäre allerdings auch hilfreich gewesen, wenn man einmal 10 prägnante Beispiele benannt hätte, wo ein echter Mehrwert für die Bürger auch entstanden ist. Wenn das hier so vorgetragen wird, bewegt sich das oft so im abstrakten Bereich. Wir sind an konkreten Lösungen interessiert, und wir werden uns sehr, sehr genau anschauen, wo wirklich ein Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger ist. In der wortgewaltigen Rede ist kein einziges Beispiel leider genannt worden. Festzuhalten ist, bereits jetzt gibt es in Hessen zahlreiche Beteiligungsrechte. Das ist nicht nur das Umweltinformationsrecht, sondern natürlich gelten auch im Baurecht gibt es zahlreiche Beteiligungsrechte für Nachbarn und für andere mit berechtigtem Interesse. Es gibt selbstverständlich Informationsrechte für Journalisten, für Abgeordnete, für andere Gruppen. Und man kann und wir werden auch natürlich darüber sprechen, dass auf eine abstrakte und generellere Ebene noch zu heben. Wenn man das macht, meine Damen und Herren, dann muss das aber auch ordentlich und gut gemacht sein. Denn nicht alles, was gut gemeint ist, war in der Vergangenheit auch schon gut gemacht. Sie haben sich eben ja mehrfach gerühmt mit Ihrem Entwurf für ein Transparenzgesetz. Ich habe mir die Unterlagen noch einmal durchgeschaut. Von dem damaligen Gesetzgebungsverfahren. Das sollten Sie vielleicht auch wieder tun oder noch einmal tun. Und wenn Sie da reinschauen, werden Sie sehen, in der Anhörung wurde dieser Transparenzgesetzentwurf der SPD verrissen. Er wurde verrissen, meine Damen und Herren. Lesen Sie einmal nach, was die Kommunalen Spitzenverbände damals dazu gesagt haben. Das war vernichtend, was Sie damals gesagt haben. Das war so, das können Sie nachlesen. Das ist zum Glück im Landtag ja alles dokumentiert. Und folgerichtig hat dieser Gesetzentwurf damals hatte keinen Erfolg und ist auch gescheitert. Deswegen müssen wir gründlicher arbeiten und sollten vorab gründlich einige Fragen auch klären. Zum einen ist zu klären, wie groß ist tatsächlich das Interesse der Allgemeinheit, bis ins Detail alle Verwaltungsvorgänge nachvollziehen zu können. Wie oft wird das nachgefragt? Es gibt ja auch hessische Erfahrungen mit Kommunen, mit Freiheitssatzungen. Zum Teil haben dann Nachfragen nach Jahren ergeben. Es gab keine einzige Anfrage bei der Verwaltung. Von daher sollte man das Ganze auch richtig einordnen. Wie viel transparenter und besser wird tatsächlich Verwaltungshandeln durch den entsprechenden Informationszugang?
Es ist ja im Moment nicht so, dass wir hier in Hessen eine Geheimverwaltung hätten, die im Stillen und Verborgenen gegen Bürger arbeitet. Wo liegt die Grenze? Das ist eine der wichtigsten Fragen zwischen öffentlich zugänglichen Informationen und schützenswerter Privatsphäre. Fast in jedem Verwaltungsvorgang sind auch Rechte Dritter berührt. Das werden wir sorgsam gegeneinander abwägen. Und wer profitiert? Welche Gruppen profitieren tatsächlich von zusätzlichen Rechten? Auch das muss man sich sehr, sehr genau anschauen. Und am Ende, das haben die Kommunen vielfach auch angeregt und angefragt, wie viel Zusatzbelastung davon muss man einer Verwaltung zumuten und welche Regelungen kann man treffen, dass es keinen Missbrauch eben gibt. Und ganz insbesondere, ich erwähnte das schon, müssen wir uns auch anschauen, wie mögliche extreme Gruppen gezielt eben auch Verwaltungen lahmlegen können. Da müssen wir eine kluge Regelung treffen, dass dies eben nicht passiert. Auch in Hessen, aber auch in Nachbarländern agieren kleine Splittergruppen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mehr muss ich dazu nicht sagen, Verwaltungen ganz gezielt zu malträtieren und lahmzulegen. Und ganz am Ende müssen wir uns dann auch überlegen, wie passt eine solche Regelung zu unserer Rechtskultur? Wir sind kein skandinavisches Land. Deutschland hat eine andere Rechtskultur als nordische Länder. Wir haben eben keine völlig gläserne Verwaltung. Wir haben auch Kollege Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Faeser? Immer gerne, ja. Seien Sie, Herr Kollege Heinz, es geht nicht von Ihrer Zeit ab, keine Sorge. Sie sind ja auch noch Stadtverordneter in der Stadt Eppstein. Wie werten Sie das denn, dass Sie dort eine Transparenzsatzung gerade auf den Weg gebracht haben und sich jetzt doch anders hier zu diesem Thema äußern, zu einem Transparenzgesetz? Das passt doch nicht richtig zusammen, oder? Ja, Ihre Frage geht von einem falschen Sachverhalt aus. Sind Sie schlecht? Na, ja, genau. Ich erkläre Ihnen auch. Sie sind schlecht informiert. Die heimische FDP hat auch dort einen kommunalen Satzungsentwurf vorgelegt. Der wird heute Abend beraten. Aber zumindest so wird er vermutlich nicht in Kraft treten. Ob es überhaupt dort eine Satzung gibt, wage ich mal in Zweifel zu stellen. Sieht übrigens auch dort gibt es auch eine stabile Zusammenarbeit zwischen CDU und Bündnis 90 Die Grünen in meiner Heimatstadt seit 2011. Und das sehen auch die heimischen Grünen übrigens so, dass man es zumindest so, wie es dort die FDP vorgeschlagen hat, nicht machen kann. Ja. Ja, das, ach, Herr Schmidt, wir verstehen uns sonst eigentlich fachlich ganz gut. Aber das, lad Sie mal ein in meine Heimatstadt. Die hat, ja, das war ein kollegialer Zwischenruf. Lad Sie mal in meine Heimatstadt ein, ist sehr schön dort. Und da gibt es sehr vernünftige CDU, sehr vernünftige Grüne, und die Stadt ist in guten Händen. Aber zurück zu Ihrem Antrag. Wir haben noch weitere Aspekte zu berücksichtigen. Jeder weiß es. Wir haben auch im zuständigen Ausschuss schon häufig darüber gesprochen. Die Datenschutzgrundverordnung, die ab Mai 2008 unmittelbar geltendes Recht wird, unterstreicht den Stellenwert des Datenschutzes. Und auch bei einer hessischen Regelung für ein Informationsfreiheitsgesetz werden wir auch natürlich den Datenschutz auf bundes- und europäischer Ebene entsprechend berücksichtigen müssen. All dies muss sorgsam abgewogen werden, und das werden wir auch tun, meine Damen und Herren. Und gemäß unserem Antrag, den wir vorgelegt haben, geht es nicht darum, wie Sie sagen, so schnell wie möglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, sondern wir wollen den bestmöglichen Gesetzentwurf vorlegen. Deshalb gilt weiterhin der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit, und wir bleiben allerdings auch beim von mir eingangs genannten Ziel. Wir werden die Koalitionsvereinbarung, Seite 104 oben nachzulesen, werden wir umsetzen. Wir werden das Vertrauen der Bürger in diesen Staat weiter stärken. Wir werden unter Abwägung aller genannten Punkte und im Lichte der Auswertung der Erkenntnisse aus den anderen Ländern werden wir diese Punkte aufgreifen und umsetzen. Und wir werden eine gesetzliche Regelung unterstützen, die all dies aufgreift. Und bis zu Ende der Wahlperiode. Und wir werden, und damit kann ich schon schließen, wir werden bis zum Ende der Wahlperiode eine Regelung treffen, genau wie wir uns das gemeinsam vorgenommen haben, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse der Kommunen und im Interesse des Datenschutzes. Vielen Dank. Redezeit hätten wir noch mehr. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken für die Fraktion DIE LINKE.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach diesem angeblich so sachlichen Vortrag meines Vorredners mit dem ganzen Engagement frage ich mich, warum wir wohl so misstrauisch sind, dass wir in Hessen zu einem Informationsfreiheitsgesetz kommen. Ich glaube, es ist alles noch einmal sehr deutlich geworden, welche Widerstände auch in diesem Haus dagegen vorhanden sind. Aber, meine Damen und Herren, Demokratie für alle ist, wenn alle hier lebenden Menschen nicht länger als ein Anhängsel des Staates und seiner Verwaltung betrachtet werden. Der Staat und seine Verwaltung müssen auch hier in Hessen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger all jene Informationen erhalten, auf deren Grundlage sie unsere Gesellschaft mitgestalten können. Menschen haben ein Recht darauf, Politik und Verwaltung zu kontrollieren. Und dieses Recht können sie nur wahrnehmen, wenn sie ausreichend informiert sind und jederzeit die Informationen erhalten können, die sie für die Ausübung dieses Rechts benötigen. Das nennen wir Informationsfreiheit. Und diese Informationsfreiheit muss barrierefrei sein. Das heißt, der Zugang muss voraussetzungslos sein. Es darf z.B. keine Gebühren geben. Ansonsten ist der Zugang nicht allgemein. Gerade für kleine Nichtregierungsorganisationen, die Sie vielleicht unter den Nervbolzen kategorisieren wollten, gerade für Privatpersonen, Netzaktivistinnen und Aktivisten und auch freiberufliche Journalistinnen und Journalisten könnten solche Gebühren ein teilweise erhebliches Hemmnis für die Informationsbeschaffung sein. Wir sagen, wir brauchen ein Höchstmaß an Transparenz, das es uns ermöglicht, die Demokratie zu demokratisieren und vor Anfeindungen und Angriffen zu schützen. Wir wollen nicht länger, dass Bürgerinnen und Bürger um Auskunft über wichtige öffentliche Angelegenheiten ersuchen müssen. Es geht nicht an, dass Menschen hierzulande Bittsteller sind, wenn sie wissen wollen, was in den Parlamenten auf kommunaler, Landes-, Bundes-, Europaebene jenseits öffentlicher Sitzungen beraten wird. Es geht nicht an, wenn Entscheidungshintergründe, Protokolle, Gutachten, Kalkulationen, Planungsberichte oder Informationen aus öffentlichen Verwaltungen nur auf Anfrage und gegen Gebühren zu erhalten sind. Und mein Vorredner von der SPD hat es schon angesprochen. Und es geht nicht, wenn Sie, die Landesregierung, mit unseren Steuern bezahlte Arbeitsergebnisse uns vorenthalten, wie Sie z.B. die Evaluation der Informationsfreiheitsgesetze uns nicht zeigen wollen, wie Herr Beuth auf meine Anfrage letztes Jahr beschieden hat. Hierzu noch einmal und auch zu der Sachlichkeit meines Vorredners muss ich sagen, irgendjemand argumentiert hier sachlich falsch. Weil Herr Beuth hat in der Antwort auf meine Anfrage geantwortet, dass die Evaluation, die von Ihnen immer wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, im Herbst letzten Jahres abgeschlossen war. Sie sagen, Sie werden es sich angucken. Also irgendjemand von Ihnen beiden hat Unrecht. Ich kann es nicht anders sagen. Entweder Sie sind fertig mit der Evaluation oder Sie sind noch dabei. Das müssten Sie mir einmal erklären. Meine Damen und Herren, der freie Zugang zu Informationen ist nicht nur notwendig für Mitbestimmung und Mitgestaltung, sondern es ist ebenso notwendig für den Erhalt der Pressefreiheit. Der freie Zugang zu Informationen kann dazu beitragen, dass sich wieder mehr Menschen in die Gesellschaft einbringen. Er kann dazu beitragen, dass Verwaltungen reformiert, weniger Steuergelder verschwendet werden. Er kann vor allem die Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite, Politik, Behörden und Verwaltungen auf der anderen Seite verkleinern. Wir wissen alle, leider ist diese Kluft in den letzten Jahren eher größer geworden. Auch wir fordern erneut und wiederholt den Entwurf für ein umfassendes Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzes vorzulegen. Wir wollen nämlich, dass der anfrageorientierte Ansatz um eine proaktive Informationspolitik ergänzt wird. Das heißt,
Proaktiv sollen Daten eingestellt werden und dass sich dieser an dem Open-Data-Prinzipien orientiert, Gebührenfreiheit, Barrierefreiheit, Weiterverbreitung und der Möglichkeit zur freien Weiterverwendung. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich doch an, wie die Hamburger es gemacht haben. Und schauen Sie sich auch an, dass die Hamburger Verwaltungen jetzt nicht zusammengebrochen sind, sondern im Gegenteil die proaktive Bereitstellung von Daten seitens der Verwaltungen verhindert weitere Anfragen, weil bereits alles zugänglich ist. Und, meine Damen und Herren, zu den Schutzrechten Dritter, die die Regierungsfraktionen in ihrem Antrag, der uns heute vorliegt, wieder betonen, noch eine Überlegung. Das kann man auch so restriktiv gestalten, dass ein Informationsverweigerungsrecht dabei herauskommt. Wir werden, wenn wir denn jemals einen Gesetzentwurf von Ihnen bekommen, genau prüfen, ob er mit einschlägigen Gerichtsurteilen in Übereinstimmung steht, wie z.B. dem Bundesverwaltungsgericht, das ein berechtigtes Interesse eines Unternehmens an der Nichtweiterverbreitung von Informationen und damit das Vorliegen eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses verneint. Ich zitiere, wenn die Offenlegung der Information nicht geeignet ist, exklusives technisches oder kaufmännisches Wissen den Marktkonkurrenten zugänglich zu machen und so die Wettbewerbsposition des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen. Unsere Gerichte sind dort durchaus weiter als die hessische Regierungsfraktion. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir wollen ein Informations- und Transparenzgesetz, welches sich dem Grundsatz nach am Hamburger Transparenzgesetz orientiert. Der zentrale Punkt dort ist das bisherige Prinzip, Informationen auf Anfrage aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, durch ein proaktives, transparenzorientiertes Handeln von Behörden und staatlichen Stellen ergänzt wird, die aufgrund eines umfassenden Informationsrechts bei Behörden, natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben, insbesondere solche der Daseinsvorsorge, wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen und dabei staatlicher Kontrolle oder der Aufsicht juristischer Personen des öffentlichen Rechts unterliegen. Vorhandene Informationen all hieraus sollen der Allgemeinheit zugänglich gemacht und verbreitet werden. Denn, meine Damen und Herren, das fördert die demokratische Meinungs- und Willensbildung und ermöglicht eine Kontrolle staatlichen Handelns. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir, die Freien Demokraten im Hessischen Landtag, sprechen uns für die Verabschiedung eines hessischen Informationsfreiheitsgesetzes aus. Wir möchten, dass es eine ausgewogene Regelung gibt. Auf der einen Seite, dass Informationsfreiheit und Datenschutz versöhnt wird, und auf der anderen Seite, dass die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sichergestellt wird. Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir schon aufpassen müssen, wie wir mit den Worten umgehen, wie wir mit den Begriffen umgehen. Also, was Datenschutz ist, glaube ich, ist in diesem Hause unstreitig, dass nämlich die personenbezogenen Daten eines jeden Einzelnen von uns bis hin zu den geschäftlichen Daten von Unternehmen durch den Staat, wenn er diese erhoben hat, geschützt werden müssen. Transparenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das aktive Bereitstellen von Informationen durch die Verwaltung. Und die Informationsfreiheit, das dritte Begriffspaar, ist die aktive Arbeit des Bürgers. Der Bürger muss fragen und nicht warten darauf, dass im Wege der Transparenz ihm etwas in den Schoß fällt. Ich sage das sehr bewusst, damit wir das alles richtig eingetütet haben. Da sind wir der festen Überzeugung, dass Informationsfreiheit und Datenschutz zwei Seiten ein und derselben Medaille ist. Es muss deshalb geklärt werden, dass der Aktenzugang auf der einen Seite und der Schutz der darin befindlichen Daten auf der anderen Seite in einem guten, in einem ausgeglichenen Verhältnis ist.
Eine ausgewogene Regelung sollte die Verwaltung verpflichten, die Gebote der Datensparsamkeit und der Erforderlichkeit, Daten überhaupt aufzunehmen, ernst zu nehmen. Da haben wir immer wieder Zweifel daran als Freie Demokraten, dass insbesondere Verwaltungen der repressiven Teile dieses nicht immer beachten. Es ist vollkommen klar, dass, wo es überall nur geht, Daten anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden müssen. Es kann nicht sein, dass Daten herausgegeben werden über Personen. Ich will jetzt nur einmal das drastischste aller Beispiele nehmen, nämlich die Gesundheitsdaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist vollkommen klar, dass, wenn denn tatsächlich ein Dritter personenbezogene Daten haben möchte, er diese nur dann bekommen kann, wenn er auch ein berechtigtes Interesse an dieser besonderen Bevorzugung durch die Information durch den Staat erhält. Ich glaube, über diese Punkte können wir uns hier im Hause relativ schnell einigen. Ich möchte für die FDP vorschlagen, dass in dem Datenschutz, in dem Informationsfreiheitsgesetz auch festgeschrieben wird, Sie merken, warum ich eben diesen Sprachfehler gemacht habe jetzt gleich, dass der hessische Datenschutzbeauftragte zugleich auch Beauftragter für die Informationsfreiheit wird. Dass also in einer Person zusammengefasst wird, dass der ja durch EU-Recht geschützte und von uns dann auch noch einmal durch hessisches Gesetz nachgelegte Datenschutzbeauftragte auch der Herr natürlich mit seiner Behörde zusammen über die dann streitigen Themen der Informationsfreiheit wird. Wenn wir dieses beachten, kommen wir einen erheblichen Schritt weiter und können, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Hessischer Landtag nunmehr mit Freude zur Kenntnis nehmen, was denn eigentlich geschehen ist. Ich muss Ihnen sagen, lieber Kollege Heinz, da, ich habe Sie eben gesucht. Ich schätze Sie sehr, das wissen Sie, glaube ich. Aber was Sie eben abgeliefert haben, war 10 Minuten Kreiselkompass. Es war 10 Minuten Kreiselkompass. Sie kreiselten um die Frage, was ist denn eigentlich in den letzten 3 Jahren und 2 Monaten geschehen? Also, wir haben jetzt zur Kenntnis genommen, dass es die Koalitionsvereinbarung gibt. Ich könnte sie Ihnen Ihre eigenen auch noch einmal vorlesen, aber das muss ja irgendwie nicht sein. Aber damals wurde gesagt, es wird gesammelt und geprüft. Also gesammelt, das wird die Frage, was ist in anderen Bundesländern geschehen, und die Prüfung, wie kann man das mit hessischer Verwaltungswirklichkeit, mit hessischer Politik verbinden. So, jetzt haben wir einen Antrag von Ihnen vorliegen, der ja eigentlich dasselbe sagt, was Sie vor 3 Jahren schon beschlossen haben. Also, da steht ja eigentlich nichts Neues drin. Deshalb werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen, obwohl ja eigentlich gar nicht falsch ist, was da drin steht. Aber also 3 Jahre uns sozusagen etwas vorzumachen, ich wollte jetzt mich so ausdrücken, dass Frau Präsidentin nicht genötigt ist, mich zu rügen, das ist schon ein starkes Stück. Ich will jetzt einmal entweder oder als These aufbauen. Entweder, Herr Innenminister, Sie haben Ihre Arbeit nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Dazu kenne ich Sie viel zu gut. Dazu habe ich auch ein bisschen über andere Kanäle schon etwas gehört. Aber entweder Sie haben nichts gemacht. Dann würde ich sagen, aber mal ran an die Buletten, mal die Ärmel hoch und arbeiten. Oder aber, das ist die Alternative dazu, Sie haben Ihre Arbeit geleistet. Sie haben einen Vorschlag unterbreitet. Nur die Schwarzen und die Grünen können sich nicht einigen. Das ist die andere Alternative dieser Veranstaltung. Aber dass Sie uns jetzt seit 3 Jahren vortragen, Sie merken, Kollege Greilich ist darüber schon müde geworden, und ich muss den Part jetzt übernehmen, scherzhaft geäußert. Aber dass Sie uns jetzt 3 Jahre immer dasselbe vortragen, das ist schon ein spannendes Ding. Und ich will deshalb auch gar nicht meine 10 Minuten vollständig opfern, sondern ich rufe den, und Gott sei Dank sprechen ja nach mir 2 wichtige Vertreter der Regierungskoalition. Ich möchte deshalb sowohl den Kollegen Frömmrich von den GRÜNEN als Herrn Staatsminister Peter Beuth bitten, doch uns jetzt endlich einmal zu sagen, was richtig ist. Also, haben Sie geprüft und haben Sie einen Vorschlag unterbreitet, oder können Sie sich nicht einigen? Und wenn das Zweite das Richtige ist,
Dann wäre ich relativ dankbar, noch zu erfahren, aber Sie haben ja genug Zeit dann, woran es liegt. Also, wo sind denn die Knackepunkte? Wo ist denn der Wundepunkt, dass man dauernd darum kreiselt? Oder aber möglicherweise hat man ja bei der Prüfung schon etwas festgestellt und Wundepunkte liegen vor. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt tatsächlich insgesamt zusammen 20 Minuten Zeit und der Minister, wenn er will, noch mehr, um uns deutlich zu machen, wie geht es denn jetzt in Hessen endlich mit dem Informationsfreiheitsgesetz weiter. Wir Liberale möchten eines. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht Kollege Frömmrich, Bündnis 90, die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um die Antwort an den Kollegen Hahn zu geben, wir wollen das auch. Um das einmal am Anfang festzustellen, ein Informationsfreiheitsgesetz wollen wir auch. Diesen Hinweis auf das Gewichtig fand ich jetzt nicht besonders charmant, aber das tauschen wir dann draußen aus. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt mir schon so ein bisschen das Gefühl in dieser Debatte nach dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier, wenn ich heute die Initiative der Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten mir so anschätze. Das ist gar nicht abschätzig gemeint, liebe Kollegin Faeser. Sie erinnern uns natürlich immer wieder an unseren guten und inhaltsstarken Koalitionsvertrag. Und da können wir natürlich nur dankbar sein, Frau Kollegin Faeser. Aber ich will, um ein paar Punkte klarzustellen, sagen. Erstens. Wir halten die Informationsfreiheit, die Transparenz für eine wichtige Angelegenheit. Zweitens. Wir glauben, dass Informationsfreiheit interessierte Bürger und Bürgerinnen besser in die Lage versetzt, Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen. Drittens. Wenn wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen und mitentscheiden sollen, dann müssen wir ihnen auch notwendige Informationen zur Verfügung stellen. Viertens. Viele Informationen liegen heute schon in elektronischer Form vor. Es ist also ein leichtes, diese Informationen auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. Wir stimmen dem hessischen Datenschutzbeauftragten, Herrn Prof. Ronellenschutz, weiter mit dem Ronellen-Fitch weiterhin überein, wenn er in der Anhörung im vergangenen Jahr gesagt hat, ein Transparenzgesetz oder ein Informationsfreiheitsgesetz ist nicht zu vermeiden. Sechstens. Wir stimmen auch mit unserem hessischen Datenschutzbeauftragten überein, wenn er sagt, Datenschutz und Informationsfreiheit sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und siebtens, es sind daher natürlich, das sagt der Datenschutzbeauftragte auch, das sagen wir auch, es sind dabei natürlich die Schutzinteressen Dritter, der Datenschutzes und die Geheimhaltungsinteressen zu beachten. Das einmal vor der Klammer, damit Ihnen klar ist, wie die Haltung der Fraktion Bündnis 90 die Grünen in dieser Frage ist. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir haben in dieser Frage eine klare Haltung. Die hat sich nicht geändert. Wir regieren aber bekanntlich in einer Koalition. Und da bestimmt nicht ein Partner über die Haltung der Regierungsarbeit, sondern wir arbeiten da gemeinsam am Thema. Fakt ist aber auch, meine Damen und Herren, es gilt der Koalitionsvertrag. Und es gilt das, was vereinbart ist. Wir haben mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU vereinbart, dass wir schauen, wie das in den anderen Ländern geregelt ist, dass wir schauen, welche Erfahrungen dort gemacht worden sind. Wir werten dann aus, und dann reden wir darüber, was und wie wir das in Hessen umsetzen. Und so werden wir das auch machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und den Zeitpunkt, wann wir das vorlegen und wann wir mit Ihnen in diesem Hause darüber diskutieren, den Zeitpunkt überlassen Sie dann bitte uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das haben wir auch in der Koalitionsvereinbarung. Das haben wir auch in der Koalitionsvereinbarung so vereinbart. Ich zitiere Seite 104 der Koalitionsvereinbarung. Wir wollen Verwaltungshandeln offen und transparent gestalten. Deshalb werden wir die Erfahrungen anderer Länder und des Bundes mit den jeweiligen Informationsgesetzen auswerten
und zur Grundlage einer eigenen Regelung machen. Dabei wollen wir sicherstellen, dass der Schutz von personenbezogenen Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder die schutzwürdigen Interessen des Staates nicht beeinträchtigt werden. Zitat zu Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau so werden wir das in dieser Koalition auch umsetzen, meine Damen und Herren. Es ist Ihnen mit Sicherheit nicht entgangen, dass die Kolleginnen und Kollegen der CDU in dieser Frage das etwas anders beurteilen. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Wir sind ja zwei unterschiedliche Parteien. In der Koalition gilt aber, meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag. Das habe ich eben erläutert. Den werden wir umsetzen. Sie müssen also noch ein wenig Geduld haben. Wir werden auf jeden Fall, wir arbeiten am Thema, und wir werden Ihnen das auch vorlegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Datenschutzgrundverordnung ist ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar geltendes Recht und legt fest, dass die neuen Regeln zum Datenschutz mit den jeweiligen Rechten auf Informationsfreiheit in Einklang zu bringen sind. Es ist daher sinnvoll, auch im Zusammenhang mit der notwendigen Novelle des Hessischen Datenschutzgesetzes auch über die Informationsfreiheit zu reden. Das ist unser Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass Datenschutz und Informationsfreiheit einander bedingen, haben wir auch bei der Ausschussreise, die Kolleginnen und Kollegen des Unterausschusses Datenschutz waren ja dabei, in Estland sehr deutlich geschildert bekommen. Nicht nur, dass die Esten bei der Digitalisierung das Vorzeigeland der Europäischen Union sind, sie haben beachtliche Maßnahmen zur Informationsfreiheit implementiert. Vieles erklärt sich natürlich aus der Geschichte. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit wollte man durch Transparenz, wollte man durch Offenheit Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen. Dokumente werden in der Regel online gestellt. Das ist auch kein Problem, da die Dokumente alle in elektronischer Form vorliegen. Die Dokumente, die nicht online sind, können angefordert werden. Nur ein kleiner Teil von Dokumenten ist geheim, vertraulich oder geschützt. Aber auch dafür gibt es Verfahren, die überprüfen, ob diese Einstufung gerechtfertigt ist. Der Digitalisierungsgrad, also die Abwicklung der Dienstleistung zwischen dem Bürger und dem Staat, dem Bürger und Banken, dem Bürger und Versicherungen, liegt in Estland weit über 90%. Alles wird über eine Karte mit einer Art PIN und TAN abgewickelt. Bankgeschäfte, Krankenversicherungen, Rezepte, Einsicht in die Register. Und da waren wir schon einigermaßen erschrocken, meine Damen und Herren, selbst. Da waren wir einigermaßen erschrocken, was die Transparenz angeht. Denn auch das nationale Strafregister in Estland ist öffentlich, und jedermann kann an das Strafregister in Estland schauen. Deswegen ist es natürlich wichtig, das sollte nicht unser Anspruch sein, aber daran sieht man, dass die Frage von Transparenz einerseits und den schutzwürdigen Interessen Dritter ein wichtiger Punkt ist, und den gilt es auch bei einem Informationsfreiheit- oder einem Transparenzgesetz zu beachten, meine Damen und Herren. Auf den ungerechtfertigten Eingriff oder auf Zugriff der Daten stehen in Estland hohe Strafen. Der Bürger kann aber sehr gut nachverfolgen, wer auf seine Daten zugegriffen hat. Das Beispiel Polizei ist mir noch sehr einleuchtend in Erinnerung. Also, der Bürger kann auf seinem Account sich feststellen, ob ein Polizeibeamter und wann ein Polizeibeamter sein Nummernschild von dem Auto abgerufen hat. Und wenn er meint, er sei dort ungerechtfertigt behandelt worden, dann kann er das sozusagen vortragen und kann sich das erklären lassen. An diesem Beispiel sieht man sehr gut, wie Digitalisierung, Bereitstellung von Informationen und Datenschutz zusammen gedacht werden müssen. In einer modernen Informationsgesellschaft gehören diese Dinge zusammen geregelt. Das macht die Aufgabe, wie Sie sehen, relativ schwierig und auch komplex. Da wir ja demnächst über die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und die Auswirkungen auf das Hessische Datenschutzgesetz reden werden, werden wir natürlich auch über den Zugang zu Informationen und Dokumenten reden müssen. Noch einmal, wir wollen Verwaltungshandeln offen und transparent gestalten. Das haben wir in der Koalition vereinbart. Da brauchen wir aber keine Schnellschüsse, sondern gut durchdachte Regelungen. Das wird eine interessante
und, wie ich meine, sehr inhaltliche Debatte werden. Sie sehen, dass das Problem von Informationsfreiheit, Transparenz und dem Schutz der Interessen Dritter ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube, dass wir da sehr inhaltlich darüber diskutieren können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einer Vorbemerkung beginnen, wo ich zumindest zu erkennen geben möchte, dass ich im Gegensatz zu Herrn Kollegen Wilken ein anderes Staatsverständnis habe. Ja, ich finde, dass man das schon an so einer Stelle betonen sollte. Ich bin Anhänger einer parlamentarischen Demokratie, meine Damen und Herren. Parlamente kontrollieren Regierungen und Verwaltung. Das ist in der Verfassung so festgelegt. Informationsfreiheitsgesetze sind dazu da, um Transparenz herzustellen. Das ist ein eigener Wert, gar keine Frage. Das ist Basis möglicherweise für politische Entscheidungen. Aber der Unterschied zu dem, was Sie gesagt haben, ist der, in meiner Vorstellung von parlamentarischer Demokratie sind die Parlamente diejenigen, die Verwaltung und Regierung kontrollieren und kein anderer. Meine Damen und Herren, der Antrag, den die SPD hier vorgelegt hat, ist ein eher langweiliger Wiedergänger. Wir haben uns vorgenommen, das ist hier durch die Koalitionsredner schon deutlich gemacht worden, dass wir in großer Ruhe, aber auch in Sachlichkeit auf Basis der Koalitionsvereinbarung einen Vorschlag für ein Informationsfreiheitsgesetz machen werden. Nun möchte ich aber dazu betonen, dass die Wahlperiode noch 2 Jahre dauert. Also sie ist nicht nur 3 Jahre und 2 Monate sozusagen bisher lang alt, sondern sie hat auch noch 2 Jahre, und die werden wir nutzen, um unsere Arbeit entsprechend zu machen. Insofern, Herr Kollege Hahn, will ich auf Ihre konkrete Frage auch eine Antwort geben. Es gibt nämlich nicht nur ein Entweder-Oder, sondern es gibt noch die Variante, die, wie ich finde, Kollege Frömmrich zu Recht hier aufgemacht hat. Ja, wir haben erstens unsere Arbeit gemacht. Zweitens, wir werden uns selbstverständlich einigen auf Basis unserer Koalitionsvereinbarung, ob da jetzt am Ende die estnischen Maßstäbe die sein werden, die in unserem Informationsfreiheitsgesetz drinstehen. Das werden wir dann einmal sehen. Aber es gibt noch eine dritte Alternative, und das ist Arbeitsökonomie. Ich finde schon, dass man das nicht ganz beiseite legen kann, weil der Sachzusammenhang zur Datenschutzgrundverordnung halt eben da ist. Wir werden uns in den nächsten Monaten mit dieser Frage der Datenschutzgrundverordnung auch hier für Hessen mit dem Hessischen Datenschutzgesetz werden wir uns sehr umfangreich beschäftigen müssen. In diesem Zusammenhang das Informationsfreiheitsgesetz sozusagen mit zu verarbeiten und mit aufzunehmen, finde ich es unter arbeitsökonomischen Gesichtspunkten einfach nur vernünftig. Deswegen werden wir das in diesem Zusammenhang nach unserer Vorstellung auch beraten, meine Damen und Herren. Dabei werden die Erfahrungen aus anderen Bundesländern mit aufgenommen. Wir haben die Sammlung sozusagen, die ist erledigt. Wir sind dabei, das intern auszuwerten. Wir wollen natürlich wissen, was andere mit ihren Informationsfreiheitsgesetzen erreicht haben. Ich will nun der Auswertung nicht vorgreifen, deswegen nur ein paar wenige Bemerkungen. Aber das Ziel ist ja, dass über mehr Transparenz eine größere Akzeptanz erreicht wird, dass über mehr Offenlegung, über mehr Akteneinsicht mehr Interesse geweckt wird bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und da muss man sagen, nach den Erfahrungen, die wir dort bisher hatten, ist dieses Ziel nur teilweise erreicht worden. Ja, nicht interessierte Bürger, Kollege Holschuh, nicht interessierte Bürger sind diejenigen, die vor allen Dingen die Informationen abgerufen haben. Sie haben gesagt, Bürger gehen verantwortungsvoll damit um. Das will ich gar nicht infrage stellen. Aber es sind ja nicht die Bürgerinnen und Bürger, die in erster Linie diese Informationen in anderen Ländern abgerufen haben, sondern es sind interessengeleitete Personen, die eben Nutznießer dieses Informationsfreiheits- oder der Informationsfreiheitsgesetze sind. Berufliche, wirtschaftliche Interessen können eben über die entsprechende Einsicht befriedigt werden. Ich finde, dass wir diese Erkenntnisse, wie viele andere, die hier angesprochen worden sind, in unserem Gesetzgebungsverfahren eben entsprechend mit berücksichtigen müssen. Ich will, meine Damen und Herren, zum SPD-Antrag nur sagen, also da hätte
Das wäre vielleicht schon sprachlich eine Nummer kleiner gegangen, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ob jetzt die Bürgerinnen und Bürger Tag und Nacht an partizipatorische Prozesse oder den kontinuierlichen Dialog denken, das sei jetzt einmal dahingestellt. Aber was ich schon einigermaßen absurd finde in diesem Antrag, ist, dass Sie dort erklären, dass ohne ein Informationsfreiheitsgesetz dem staatlichen Handeln die demokratische Legitimation fehle. Also, meine Damen und Herren, demokratisch legitimiert werden wir durch Wahlen und Abstimmungen. Und ich finde, das sollten wir uns auch nicht kleiner machen, als wir hier sind im Hessischen Landtag und an anderer Stelle. Wir werden also die Chancen und die Risiken bewerten. Da werden Fragen wie der Schutz von personenbezogenen Daten ist hier angesprochen worden, berücksichtigt werden, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder halt eben auch die schutzwürdigen Interessen des Staates. Auch die gibt es und gilt es zu schützen. Auf der anderen Seite haben wir eine funktionsfähige Verwaltung weiterhin auch mit Informationsfreiheitsgesetz sicherzustellen und einen möglichst geringen Aufwand in diesem Rahmen ebenfalls für diejenigen, die die Informationen bereitstellen sollen, dann eben auch zu gewährleisten. Und da kommen dann, Kollege Holschuh, Sie haben es selbst mit angesprochen, da kommen die Kommunen natürlich ins Spiel, weil das ist eben auch eine Erkenntnis aus den Erfahrungen anderer Bundesländer. Die Kommunen sind im Wesentlichen diejenigen, die die Adressaten der Bürgerinnen und Bürger oder derjenigen, die dort Interessen haben, Informationen zu bekommen, sind. Und der Aufwand ist dort sozusagen am Ende verortet. Und das heißt, wir müssen auch mit dieser Frage, ich sage mal Stichwort Konnexität, auch mit dieser Frage klug und vernünftig umgehen. Deswegen, meine Damen und Herren, wir werden das Informationsfreiheitsgesetz oder den Gedanken der Informationsfreiheit gemeinsam mit den Regelungen, die wir benötigen auf Basis der Datenschutzgrundverordnung, dann auch bis zum Mai des kommenden Jahres herstellen und sicherstellen. Und, Herr Kollege Hahn, Sie dürfen davon ausgehen, dass wir die Ärmel hochkrempeln oder sagen wir es am heutigen Tage, so wie es ein großer Fußballer, Lukas Podolski, gesagt hat. Jawohl, wir wollen die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel auch. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, wenn man den Ball nur zurückspielt, kann man keine Tore schießen beim Gegner. Also das ist auch so. Die Grünen haben zusammen mit, ja, Sie brauchen gar nicht zu machen, Frau Ministerin. Wissen Sie, die Grünen waren früher mal weiter bei der Stelle, um das mal auf den Punkt zu bringen. Die Grünen haben früher mit der SPD gemeinsame Gesetzentwürfe eingebracht oder gemeinsam vertreten bei dem Thema mehr Transparenz, mehr Informationsfreiheit. Und jetzt haben Sie einen Koalitionsvertrag, wo im Grunde der Kollege Bellino immer wieder sagt, ein solches Monstergesetz wird es mit mir nicht geben. Darüber lässt sich verhandeln, Herr Kollege Bellino. Da machen wir es ohne Sie. Daran soll es nicht scheitern. Und deswegen haben wir hier den klassischen Zielkonflikt. Die Seite des Hauses lehnt das ab. Herr Minister, Ihre Aussage von vor wenigen Jahren, das sei ein Schnüffelgesetz. Stellen Sie sich da einmal hin, hat sich Ihre Meinung geändert? Dann würden wir uns für Ihren Lernfortschritt bedanken. Aber im Kern, glaube ich, vertreten Sie diese Position immer noch. Und dann haben Sie eine Vereinbarung im Koalitionsding drinstehen. Wir wollen das prüfen. Die Wahlperiode geht formal bis zum 17. Januar 2019. Wir gehen davon aus, dass wir zwischen September und November 2018 wählen. Das sind schon einmal längst keine zwei Jahre. Wenn Sie eine ordnungsgemäße Anhörung durch den Landtag bringen wollen, gehen auch noch ein paar Monate hin. Blasen Sie die Backen bitte nicht so auf. Es ist schon längst Zeit, dass Sie einen Gesetzentwurf, wenn Sie es wollen, hätten vorlegen können. Und weil Sie den Kollegen Wilken attackiert haben wegen seines Staatsverständnisses, was haben Sie eigentlich für ein Staatsverständnis, Herr Innenminister? Wie ist die Stellung der Justiz, der Judikative? Wie ist die Stellung der Presse? Wir haben Länder, wo die Presse sich ihre Rechte erkämpfen muss, Zugang zu Informationen und damit die Interessen vieler Bürger wahrnehmen muss. Schauen Sie sich einmal die Hessische Verfassung, das Grundgesetz, Willkürverbot an. Und deswegen geht es nicht nur um Rechte des Parlaments, sondern auch um Rechte anderer.
Und dann schauen Sie sich einmal die Ziffer 2 unseres Antrags an. Sinnerfassendes Lesen, Herr Innenminister. Der Landtag stellt fest, dass Transparenz und Zugang zu Informationen notwendige Voraussetzungen für Partizipation, Teilhabe und Mitbestimmung sind, ohne explizit auf den Gesetzentwurf Rücksprache zu nehmen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir leben im 21. Jahrhundert. Sie beleben beim Thema Freiheitsrechte, Informationsrechte und Zugang den 16. Platz. Und damit geben sich die GRÜNEN zufrieden. Was für eine armselige Positionierung der GRÜNEN. Und Herr Wagner, in der Matthias Wagner eigene Bescheidenheit hat Herr Wagner ja bei der Halbjahresbilanz letztes Jahr von Schwarz-Grün angekündigt, Informationsfreiheit, eines der wichtigsten Vorhaben der GRÜNEN. Wieder 8 Monate nichts passiert. Wie lange wollen Sie denn Ihre Wählerinnen und Wähler an der Stelle noch für dumm verkaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und wissen Sie, weil Sie sich auf Ihren Koalitionsvertrag berufen, Sie haben den Koalitionsvertrag, was wir gar nicht so heftig kritisieren, an einer zentralen Stelle gebrochen, bei dem Thema Beamtenbesoldung. Wenn die CDU nicht mitmacht, dann bringen Sie doch einen Gesetzentwurf ein. Wir unterstützen ihn. Linke, SPD, FDP, Grüne gibt eine schöne breite Mehrheit für ein Gesetz, was in das 21. Jahrhundert gehört. Und deswegen, Herr Innenminister, Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil Sie im Kern immer noch von einem Geschnüffelgesetz reden. Das ist die Haltung der CDU. Die GRÜNEN können sich nicht durchsetzen. Und deswegen hat Kollege Hahn recht. Entweder Sie können nicht oder Sie wollen nicht. Beides ist gleich schlecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte beendet. Kann ich davon ausgehen, dass der Tagesordnungspunkt 55 ebenfalls in den Ausschuss verwiesen wird? Dann werden die Tagesordnungspunkte 22 und 55 in den INA und mitberatend in den UDS überwiesen.